Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Zusammen mit Hawk. Er hat's verkackt. Also, mit Hawk. Hawk kann nur lachen und nicht reden scheinbar. Und mit Grodagrim. Hallo. Wenigstens einer sagt was. Ich versuch's wenigstens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Manchmal gibt's merkwürdige Situationen, die passieren kurz vor der Aufnahme und da muss man sich einfach mal kaputt lachen. Oh, die Breast Physics wirkt sich auch auf die Männer aus, sehe ich gerade. Pass auf. Wie bückt man sich nochmal? STRG. Ah ja. Alles klar. Okay, also ihr merkt schon, wir haben ein paar Mods installiert. Ich wollte eigentlich gar nicht auf diese spezielle Mod jetzt eingehen, aber... Hast du doch nur drauf gewartet. Genau, Modliste gibt's im Forum. In der Videobeschreibung. Und ja, es sind 4 Mods aktiv. Zum einmal hier eine hübsche Karte. Also die Karte hat sich nicht groß geändert, aber wir haben Raster, sodass wir besser absprechen können zu dritt spielen. Hier ist es manchmal schwierig zu sagen, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, jetzt können wir einfach sagen, wir gehen nach Q10. Alles klar, Q10 und da machen wir uns auf den Weg. Also ein Raster. Das war längst überfällig meine ich. Und dann haben wir noch eine Mod aktiv, die uns ermöglicht, hier durch die Tür zu gehen. Die ermöglicht uns, durch die Tür zu gehen. Und die schließt sich dann wieder. Und das ist total praktisch für die hinterher durch wollen. Die stehen dann nämlich vor der geschlossenen Tür. Also Türen gehen automatisch zu. Und dann haben wir noch eine Mod, die ermöglicht es uns, Holz in Branches, also Holz in Äste zu verwandeln. Das kann allerdings dann nur der Schreiner und wir haben noch keinen Schreiner, von daher profitieren wir da momentan noch nicht von. Und was war nochmal die 4. Mod? Die Steckgröße. Genau, die Stackgröße. Jetzt kommt es mich, das zeige ich ganz schnell, das ist ganz wichtig. Stack waren ja bisher beschränkt auf 100 Items. Jetzt ist die Stackgröße erhöht auf 500. Und darum haben wir jetzt hier auch 2 dicke Stacks mit Steinen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir hier nicht 30 Kisten hinstellen wollen. Aber die Kisten sonst genau. Voll waren. Ja. Es gibt zwar auch noch größere Kisten, die brauchen wir später, aber nichtsdestotrotz, also es ist einfach nur ein bisschen Erleichterung. Außerdem sind die Zutaten insgesamt ein bisschen leichter geworden alle. Dafür ist aber bei großen Stacks das Gewicht höher. So, ja. Dann haben wir jetzt alle Mods durch, wisst ihr, was aktiviert ist. Und haben wir hier den Ofen und der Schmiedeofen, also den Schmiedeofen und die Gerberei hingestellt übel riechender Flüssigkeit. Also ihr glaubt gar nicht, wenn ihr Geruchsvideos hättet, das wird ekelhaft stinken. Also ich kann euch nur sagen, Gerben, das ist ekelhaft. Seid froh. Außerdem sind hier oben die Wände drauf und dran. Für den oberen Raum. Mehr dran als drauf. Genau. Und ja, das war eigentlich alles, was wir gemacht haben. Und jetzt geht's los. Also ich würde sagen, Expedition, Kohle holen. Stein holen. Metall, ganz wichtig. Metall holen, genau. Ja, Metall, genau. Damit wir die Berufe ausüben können. Ich guck mal gerade Nahrung. Ich habe auf jeden Fall 9 Steaks und mein Schlauch ist auch voll. Also wegen mir können wir los. Ich habe nur 3 Steaks. Ich müsste auf jeden Fall nochmal vielleicht. Warte mal, ich habe 8 Steaks, aber ich brate nochmal was. Ich habe da noch was reingeschmissen. Warte mal, lass mich mal eben dran. Außerdem, und das kann ich ja vielleicht dann auch nochmal eben sagen, wenn wir jetzt gleich losgehen, ich bin nicht mehr auf Bogen geskillt. Ich habe am Ende der letzten Folge, aber das wissen die Zuschauer, die aufmerksam zugeschaut haben, ja schon, leichte Probleme mit dem Bogen gehabt und habe dann umgeskillt. Ja, es ist eine Katastrophe. Bogen ist nicht seins. Ich habe im Grunde eigentlich nur daneben geschossen. Mehr habe ich nicht gemacht. Gehen wir wieder den alten Weg, wo wir jetzt schon zweimal gestorben sind? Oder? Ja, ne, müssen wir ja, weil da ist ja Eisen und Kohle. Ja, wir müssen noch eben auf das Fleisch warten, bis es gebraten ist zumindest. Ja. Der Grafikbug mit den Haaren ist leider immer noch nicht behoben. Das ist sehr schade. Das habe ich auch gerade gesehen. Ja, wir warten da verzweifelt drauf. Denn es ist nicht schön. Immer, wo ich bin. Je nach Blickwinkel. Achso, okay. Naja, immerhin könnt ihr mich hier verlieren. Genau. Ich bin ja hier das Weibchen, das ist, ihr müsst auf mich aufpassen, ist alles hübsch. Was? Das nenne ich mal antifeminin, aber gut. Antifeministisch, so war es eigentlich gemeint. Ja, ist ja kein Problem. Nun, ne? Weniger Rechte für die Frau, mehr für uns. Ja. Im Grunde wollen die es doch auch so. So. Ohne mich hättet ihr gar nichts zum Anziehen. Ja, so sieht das aus. Ihr werdet nackt.
Ja, ohne mich würden wir immer noch auf dem nackten Boden schlafen. Ja, ich kann aber ein paar Steine reinschmeißen. Ich habe hier noch so viele Steine im Inventar. Warte mal. Ja, schmeiß rein. Aber das Fleisch braucht aber lange heute. Hallo. Ja, ja. Wenn ich das Feuer anpuste, geht's dann schneller? Ja, auf jeden Fall. Aber kräftig. Da nützt, ja. Da musst du schon richtig pusten. Ja, ich wollte jetzt nicht den Zuschauer ins Gehirn. Du weißt schon. Pusten! ihr dicke Haut nochmal für euch, ja? Wenn ihr dicke Haut gefarmt habt, bitte in die Gerberei direkt reinschmeißen. Ja, das hatte ich doch vorhin irgendwo hingelegt. Ja, ist kein Problem. Was zahlst du denn für dicke Haut? Also. Ich nicht, auch ich wollte ja die Klamotten haben, oder? Machst du die aus dicker Haut? Aus dicker Haut kriege ich verstärktes Leder. Und Teer. Wofür ich noch nicht weiß, wofür. Das ist doch gut. Ich noch nicht weiß, wofür. Mhm. Gutes Deutsch. Ich war auch kurz verwirrt, was du mir damit sagen wolltest. Ist immer super, wenn man einen Baum fällt und der fliegt in 30 Richtungen davon. Ja. So, also ich wäre bereit, wir können dann jetzt loslegen. Ich habe mir so ein bisschen was von den Grundrohstoffen geholt jetzt, damit ich meine Sachen unterwegs reparieren kann. Und dann können wir los. Ja, einen Moment. Was seid ihr denn? Also ich warte hier am üblichen Treffpunkt nahe der Oase. Genau, da kommt da schon der Groda und Hawk muss ich erstmal aushusten. Ich muss erstmal ich? Nee, ich habe sogar. Groda war's. Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Für alle Gehörer, die ich jetzt, ja. Ja, wir schneiden sowas ja auch nicht raus, ne? Wir stehen ja hier auf Natürlichkeit und deswegen machen wir das einfach so und ihr müsst da halt mit durch. Wenn ihr euch ansteckt, können wir auch nichts ändern. Sollte halt zum Arzt gehen, ist halt so dann. Genau. Könnt ihr sagen, ihr habt euch beim Let's Play gucken angesteckt beim Husten. Ey, bleib stehen! Ach, diese blöde Antilope. Also dafür ist natürlich Pfeil und Bogen gut. Ich vergesse immer schön Äste sammeln. Äste. Denkt an eure Trinkschläuche, dass ihr die auffüllt. Ja, die sind voll. Also, das heißt die. Ich habe nur einen. Diese Straußen oder Emus oder was das sein soll, die greifen übrigens tatsächlich nur an, wenn man denen zu nahe kommt. Wenn man denen also fern bleibt, dann ist da alles in Ordnung mit. Es wird gerade dunkel, ne? Ist nicht wahr? Doch. Na gut, wir haben ja jetzt die besseren Fackeln. Ja, die halten auch ein bisschen besser. Also. Ja, ich habe da habe ich andere Erfahrungen bis jetzt, aber schauen wir mal. Na, im Ernst? Also, ich habe. Vorhin hatten wir mal eine Fackel eine Weile an und da habe ich jetzt schon so empfunden, dass das länger war. Also ich fand jetzt nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel gar keine mehr, weil meine ist ausgebrannt. Ich habe auch gerade keine Kohle mehr. Oh, Schildkröte. Schildkrötenbaby. Hallo? Was denn? Was ist mit dir? Fleisch? Leder? Du willst Leder? Dann muss ich die Babys töten. Fleisch kriegen wir auch hier aus dem Vieh. Es ist echt unglaublich, wie schnell das Schwert kaputt geht. Ist da irgendwas geändert worden? Ich weiß es nicht. Das ist allgemein, alles geht schnell kaputt, auch wenn du mit der Axt oder so irgendwo drauf rumhaust. Also seid ihr bei mir? Ich weiß nicht, ich guck gar nicht so... Ich bin bei Hawk. Ich bin hier bei so einem Vogel, weiß ich nicht. Hyäne! 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 Ich hab dich gerettet. Oh, ja danke. Ey! Vogelstrauß. Vogelstrauß vor allen Dingen. Mein Gott, der hat mich zweimal angehauen, ich bin schon fast tot, das darf doch nicht wahr sein. Oder bin ich hier in den... Oder ich bin in den Kaktus geflogen, das kann natürlich auch sein. Ich habe übrigens... Wie bitte? Nimmt man das ja, ich weiß nicht, ich hatte... Ich bin zurückgeschleudert worden plötzlich, hatte ich voll... Da sind doch Kakteen. Hier, warte mal, lass mal rein. Ja, genau, geh mal rein. Juhu, spring da rein. Nimm keinen Schaden? Nee, kein Schaden. Kann man die sammeln? Tatsache. Aber der andere war auch größer, das war ein anderer Au, ich hab den nicht gekriegt. Das könnte an der Hyäne liegen, die von hinten angefallen hat. Ja, die habe ich nicht gesehen. Ja, müssen wir gucken, da war noch ein anderer Kaktus, der war größer, vielleicht kriegt man da Schaden, weil das war ja ein anderer. Auf jeden Fall rennen wir jetzt in jeden Kaktus rein. Den wir sehen. Ich wollte sagen, ich habe Level Up, also... Echt? Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Groda, wir sind hier. Oh. Pass auf, ich mach dir Licht an. Ja! Ich hatte euch kurzzeitig verloren. Das kann ja schon mal passieren. Also, ich mach mal eine Fackel an, ich brauche ja den Schild nicht, weil ich werde ja sicher von euch geschützt. Sind wir überhaupt in der richtigen Richtung? Ja, das sieht gut aus. Also Eisen und Kohle wollten wir jetzt farmen, ne? Ja. Ja. Also Eisen, wo wir letztes Mal waren, oder was? Und Kohle. Wie bitte? Auf jeden Fall wichtig. Wollen wir wieder zur Stelle, wo wir letztes Mal waren, oder? Ja, da, wo wir gestorben sind, weil wir so doof waren und das Rhino angegriffen haben. Wir? Wir?
Ihr, ich hab damit nichts zu tun. Moment, ihr? So, wir haben es alles auf Kamera, ne? Also, ja, der Zuschauer... Also, ich war schuld, ich geb zu, ich war schuld. Ja, ich wollte es auch. Ich war ja auch, ne, weil... Vor allem, alle. Ja, vor allem... Nein, ja, ich wollte das nicht. Ein paar Videos davor hatten wir ja auch schon eine Begegnung, ne, mit einem Rhinoceros, das lief ganz easy, von daher... Ah, eine Hyäne! Ich denke schon, ich sammle hier die Fasern ein, plötzlich kommt mir da ein Maul entgegen, das darf ja wohl nicht wahr sein. So. Müssen wir hier hoch, ja, ne? Hier war das, ne? Ja. Also die Fackeln brennen tatsächlich ein bisschen länger. Macht ihr mal Licht, ich hab hier Bogen ich und so, doch Licht. Ne? Naja, ist, ihr müsst vorne. Ich leuchte hinten und der Doktor leuchtet vorne. Ja, dann ist doch alles gut. Da ist ein Vogel links, aufpassen. Wo? Da. Das ist doch jetzt ein klassischer Strauß hier, oder? Ein klassischer Strauß. Ja, also die Conan-Entsprechung von einem Strauß. Hallo, ich bin nicht der Feind. Ja, du sahst aber so aus. Mein Gott, seid ihr alle blutig. Ich auch? Bin ich blutig? Ich als Frau? Nein. Du als Frau wirst auch bluten, ja, ganz klar. Also bluten, das ist jetzt ein anderes Thema, okay. Ta-ta-ta-ta. Damit ihr auch überhaupt Äste? Das ist nein. Neu. Ich sehe schon, ihr lauft die ganze Zeit dran vorbei. So, dip, dip, dip. Hier, ich heb einen auf. So. Hinter die Hähne. Ja. Hähne. Pass auf, wenn ihr das nächste Mal Bescheid sagst, bevor die mich beißt, dann hätte ich jetzt theoretisch nichts dagegen. Ich würde vielleicht sogar dann Danke sagen. So, hier ist schon mal der erste Stein mit Eisen. Oh, herrlich. Eisen, da sind mehrere Steine. Oder? Drei Stück. Dann nimmt doch jeder einer. Einen. Hallo. Oh, das ist ein normaler. Die sehen lecker ab, Tuch. Ja, ich auch. Also vorsichtig, wenn hier ein Rhino ist. Ah, ich habe jetzt aber die Axt. Dann macht ihr eben das Ding. Macht ihr eben das Ding. Du kannst auch mit der Axt draufschlagen. Nur so zur Information. Ja, die geht aber kaputt dann. Ne? Also dafür werde ich jetzt meine Axt nicht... Das ist das unglaublich. Penibel sind wir hier. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Frosch im Hals habt den ganzen Tag und das geht einfach nicht weg? Das ist geil, ne? Hier das ist schlimm. Stein, also. Ich hab das nämlich. Ja, du auch? Ich auch. Quark. Ich hab Hunger. Ich hab wirklich Hunger. Ja, dann ess was. It's a service. Aufteilen, sowas gibt's doch gar nicht. Nee, ich nehm Steak. Steak ist auch gut. Ich nehm Steak. Ja. Gut. Schönes, leckeres Jägerschnitzel. Aber ich sehe die Kohle. Wo hatten wir denn die Kohle gefunden? Auch hier hinten irgendwo. Ich glaube weiter im Inland. Also da hinten irgendwo runter war nicht. Zu den Felsen. So, meine Fackel ist gleich leer. Und man braucht für diese Fackeln Kohle übrigens, ne? Yep. Um die nachzufüllen. Das deswegen ist natürlich... Ich meine jetzt nicht reparieren. Deswegen werde ich jetzt mal meine Fackel ausmachen. Es wird auch schon wieder hell. Ja. Au. Au. Natürlich. Danke. Ich hacke mal das da ein. Huh. Huh. Was? So, ich gehe mal eben zur Kohle, damit ich meine Fackel reparieren kann. Ja, hast du schon was gefunden? Oder? Ja, hier unten bei diesem ist ja die Spots. Oh, Hyäne! Wow, die kam jetzt aber angewarpt. Angewarpt? Ja, die. Scotty. Nein, ehrlich jetzt, die sprang quasi mit Lichtgeschwindigkeit auf mich zu. Wenn ich da unten in das Tal reinschaue, ne, also da hinten, da an den Felsen, sind überall dicke Kohlebrücke. Vorsicht, neben mir ist ein Emu! Ein Strauß! Ein Strauß? Was? Hallo, ich war. Hallo, aua! Was, was ist hier los? Ah, meine Güte! Diese Vögel, ne? Echt Kackvögel. Eine Kohle. Ey, ich will jetzt auch Kohle haben! Was? Ja, denn doch. Ich brauche nur was zum Fackel reparieren. Ich mein, ja, ich auch. Ich habe 8. Mehr brauche ich nicht. Okay, dann können wir wieder gehen. Dann haben wir unseren Ausflug erfolgreich beendet. Ja, wir sollten noch ein bisschen Kohle für den Ofen mitnehmen. Den kann man ja damit, natürlich. Ne, und so. Das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Leute, was ist mit euch? Also wir gehen nicht zur Ruine hoch wieder. Ne? Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier lang. Da stehen sie auch alle, die Ugalas. Oder? Ugala. Ugalas. Ja, hier ist doch Kohle. Hier ist doch Kohle. Ja, dann bring sie mit. Wir haben ja hier auch noch Kohle. Ja, wo seid ihr denn jetzt überhaupt länger? Oh, ich werd alle Hyäne. Ich bin ja schon da. Ich werd mit Pfeile beschossen. Oh nein, nicht schon wieder. Wo bist du? Er ist oben zur Ruine gegangen, der Noob. Boah, Hilfe. Ja, nicht nur. Natürlich bist du zur Ruine gelatscht. Bleibt hier, die kommen bestimmt. Ich hab Bogen. Oh. Ah, Hyäne. So, nee, die kommen nicht. Dann lass uns. Doch, nein, die kommt keiner. Lass uns hier weitergehen.
Weil hier sind die guten Sachen, also Kohle. Ah, oh, Äste, guckt euch das an. Ja, sammel Äste. Ja, nimm Äste. Elf mal mit hier, guck mal. So viele kann ich gar nicht sammeln. Ja, du und deine Äste, ehrlich. Ich glaube, das ist so ein kleiner Fetisch, dieser, so ein Astfetisch. Ist ein bisschen splitterig, also. Ja, das ist wahrscheinlich das, was du magst. Es reibt sich die Haut mit Ästen. Oh, ich bin hungrig. Hunger. Oh nein, schrecklich. Hoffentlich verhungerst du. Nein, ich habe was mitgenommen. Elendig. So. Wie nett wir alle sind. Bist du gütig. Ich habe übrigens Level Up. Ich müsste gleich mal die Punkte verteilen, damit auch mal was Interessantes passiert, weil hier, wie ich hier auf die Kohle rumhacke, das interessiert ja keine Sau. Hier Holz raus oder was? Hier interessiert keine Sau. Das ist höchst wichtig. Ich arbeite mit ab. Dann ist dieser Stein wird schon bearbeitet. Oh nein, meine auch. Ach nee, doch nicht. wieso ist meine jetzt weg gewesen? Der Bogenkübel, ne, ist da hinten, ne? Nur so zur Info. Also wo denn? Ja, hier, bei mir. Ja, dann erledige ihn doch. Gut, schaffst du es oder brauchst du Hilfe? Ich denke, schaffe ich wohl. Ja gut, weil sonst würde ich eben rumkommen. Ist ja, aber weit. Also, nicht, dass ich... Ja, wäre ich umsonst gelaufen. Level up. Ja, gratuliere. Bist du jetzt auch Stufe 11 oder was bist du dann jetzt? Muss ich gleich mal eben gucken, kann ich dir gleich sagen. Boah, hier liegen Äste. Oh! Ich bin... Hork, das sind, wenn ich das zusammenrechne, sind es bestimmt 80 Äste. Ja, ich habe ja gesagt, hier liegen ganz viele Äste. Ja, komm mal her, hier oben. Du, das ist Astorama sozusagen. Astorama. Ja, Astorama. So, hier, guck mal hier. Ja, genau, das hatte ich da unten auch gehabt. Und ich habe keinen einzigen aufgehoben, das kannst du alles selber machen. Hey, unglaublich. Ist das unglaublich. Und er steht da und guckt auch nur, doch, er sammelt doch ein. Was ist mit dir? Ich bin dafür, dass Hawk ab sofort die Arbeitseinteilung vornimmt. Los, Äste suchen! Sucht Äste! Aber wir brauchen Steine, Sire! Ist nein, egal. Äste! Sire vor allem. Ja, mein Lord. Arbeit. Mehr Arbeit? Ja. Ich geh dann mal. Ich rutsche in ein anderes Spiel. Ach so. Ich muss was trinken, warte. Flug. So, hier die Fasern. Nimmt auch die Fasern mit. Schaut mal, was hier ist. Boah, wenn Hawk das sieht, ne, dann geht ihm... Hier, komm mal gucken hier bitte. Warte, ich muss was essen. Nein, hier andere Seite, nicht bei der Antilope. Ich muss was essen und er jagt die Antilope. Aha. Schau mal, hier ist ein ganz großer Ast für dich, den kannst du aufheben. Den kannst du mir nach Hause schlören. Oh, der gibt's... Ah, doch, der gibt's... Was machen wir überhaupt? Hier oben ist noch nichts. Ja, hier war Kohle, jetzt ist aber tatsächlich alles weg. Ja, also dadurch, dass das Gewicht von den Gegenständen so ein bisschen reduziert ist, kann man auch tatsächlich mehr tragen. Das ist wirklich gut. Dann werden wir uns nicht mehr ganz so viel mit der Ressourcensuche oder mit dem Ressourcen hin und her laufen rumplagen müssen, sondern wir können dann auch mal was bauen und zwar am Stück. Oh ja, super, jetzt ist meine Axt endgültig kaputt. Hast du es geschafft, ja. Toll. Ja. Aber hier ist irgendwie nichts an Kohle, ist das richtig? Das ist nee, die haben wir ja schon eingesammelt. Wo seid ihr eigentlich? Ich frage jetzt mal ganz blöd. Moment, jetzt mache ich die Map auf. In welchem Quadrant seid ihr denn? Wir sind in dem Quadranten R9. Ja, immerhin sind wir noch auf der gleichen Y-Achse. Am Rand von R10. Ja, sehr schön. Ja, ich muss ja auch nur den Haaren folgen, die sind ja schon wieder da. Wollen wir da runter oder was? Nee, das da unten sind ja nur Krokodile. Hast du da schon geguckt? Oder? Nee, weiß ich nicht, aber ist da immer so. Ach, nö, weiß ich nicht. Ja, dann haut noch ein paar Äste hier. Also, Aber da ist nichts, da ist nur. Ja, da geht's wieder zurück. Ach so. Ja, nee, dann wollen wir ja nicht hin, dann lass wieder hoch. Oh. Wir können ja mal gucken, ob wir einen Rhinoceros schaffen. Nein. Nur wenn ich mich auf den Berg stellen darf. Nein. Wer war das nein. mit dem feigen Nein? Ich. Nein. Nein, ehrlich nicht. Also ich meine, wollen wir nicht mal was versuchen? Ja, ach, können wir, aber dann, wie gesagt, dann müssen wir uns irgendwie in Deckung... Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal. Es ist ja hellichter Tag. Wir können ja jetzt mal die Ruine so ein bisschen anschauen. Oh, wir können wir nicht erst die Ressourcen wegbringen und dann einfach vielleicht... Nein? Nein. Wir könnten natürlich eine Kiste hier hinstellen. Kein Aber. Nein, wartet mal. Wir könnten eine Kiste hier hinstellen und da unseren Kram reinpacken. Wenn einer stirbt, dann zur Kiste kann man ganz leicht zurück, weißt du? Wir können auch anderen Faserbett herstellen oder nicht. Warte mal. Oder hinten liegt Kohle, seht ihr das? Kohle! Was? Da auf der anderen Seite, vom Dings. Ach, da hinten? Ja, dann lass da doch hin. Und eine Hyäne. Ja, komm, wir gehen rein. Und Äste? Diese Äste. Diese Äste, überall Äste. Soll ich uns hier eine Kiste hinstellen oder nicht?
Ja, am besten da, wo da wir unten dann auch sehe ich das Rhino, ne? Und ich bin auf jeden Fall schwer dafür, dass wir uns die Kiste hier. Ne. Kiste steht! Was zur Hölle, wo kommt die denn her? Ich hätte sie jetzt. Da ist es. Seht also bleib bitte vom Rhino weg, ja? Das Killer-Rhino. So, okay, hier ist die Kiste. Und pack die Ressourcen mal da rein. Bist du dir sicher, dass sie da sicher sind? Nein. Nein, aber schmeiß mal alles rein. Naja, weil ich meine, wenn das Rhino nachher die schöne Kiste kaputt macht mit all den schönen Sachen, dann ist die Kiste kaputt. Das wird schon nicht passieren. Okay, ich habe schon mal alles reingeschmissen. Ja. Hier kommt das nicht, hier kommt doch irgendein Brummen her. Brummen? Weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Lautsprecher im Let's Play nachher hört. Ich glaube, das kommt daher. Das ist ein Ingame-Brummen, das höre ich auch. Ja, das hört sich an, als ob Flieger am Himmel wären, aber ich glaube, das kommt da hinten von der Ruine. Oder das Rhino ist echt wütend. Vielleicht ist das auch ein Ritual und die summen. So mongolischer Kehlgesang. Ja, kann ich nicht. Ja, war gut. War sehr schön, ja. Lass uns das mit dem Rhino nicht machen. Warum? Nein. Das wird doch eh nichts. Wir machen uns wieder lächerlich. Nein, komm, wir stellen sie oben. Ich bin dagegen. Also ich möchte anmerken, ich bin echt dagegen. Ich möchte es eigentlich nicht. Nein, ich bin auch dagegen. Wir werden sterben. Nein, ich bin dagegen. Mimis. Nein, du bist überstimmt mit 2:1. Und dann, dann kommt noch die Server-Admin-Vote dazu, also mit 20:1 überstimmt. Ja, pass auf, dann nehmen wir alles wieder raus hier. Wir lassen die Kiste mal hier stehen, weil wenn wir hier mal in der Nähe wieder sind. Ja, ich nehme einfach alles mit. Kriegst du alles mit? Ja, ich krieg alles mit. Ja, wunderbar. Ja, dann lass uns auch noch ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Da ist nämlich noch jede Menge Kohle. Und eine Hyäne. Das Brummen kommt definitiv von der Ruine. Ja, hallo, ich bin Freund, nicht Feind. Ja, man weiß, was du kannst. Oh, Vorsicht, aber die Kohle würde ich mir jetzt nicht holen, weil da stehen tatsächlich Wachen. Ich sehe drei NPCs. Ah, ja, da sehe ich ja auch welche, okay. Bogenschütze und zwei Nahkämpfer. In der Richtung, wo wir jetzt gerade laufen, ist aber, glaube ich, auch ein Dorf oder sowas. Also da stehen Zelte hinten. Ja, also ich traue mich, bis hier zu gehen. Diesen Kohlebrocken, den baue ich ab, aber näher ran würde ich nicht gehen. Stell dir aber an, ey. Ja, du, also... Hallo? Hast du eigentlich auf dem Superman-Head geschlafen? Ja, warum? Ja, das merkt man. Ach ja, du bist nur Fun, was ist da los? Ja, komm, dann lass uns weiter in die andere Richtung gehen. Da hinten ist noch mehr Kohle. Ja. Also, wie gesagt, rechts von dir, Doktorchen, da müsste so ein, ja, ein Zelt. Ja, ich sehe da hinten. Das ist so ein kleines Städtchen auch wieder. Habt ihr jetzt eigentlich die Sachen aus der Truhe alle mitgenommen? Ja, ist ja, alles. Truhe ist leer wieder. Konnte ich gerade sagen, ich habe mal ganz Klamotten reingeschmissen. Oh, wo war da hinten zu den Turm, oder was da ist? Oder da, den Schatten da hinten, ne? Ja, wir gucken uns den Turm an. Emu-Ding. Ja, lass ihn laufen. Ja, der wird uns aber nicht laufen lassen. Oh. Da ist ein Rhino, wollen wir das Rhino angreifen? Nein! Oh Gott! Geh mir weg mit den Rhinos, ehrlich jetzt. Können wir nicht einfach wieder ins Lager zurückgehen? Warte mal, Hawk, der kreuzt seine Bahn. Pass mal auf eben. Eben gucken, wie der läuft. Nee, doch nicht. Ach, Quark. Ja, willst du wirklich jetzt zu dem Turm da? Okay, ich bin raus. Spinnen sind gut. Ich bin raus. Doch, er braucht doch die Spinnen. Wir müssen Spinnen töten. Ja, dann bleib kurz stehen, bitte. Ja, eine sehe ich mir, ne, zwei. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt sterben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.